Was geht ab YouTube? Ihr seid wieder bei LiftYouUp. Es gibt gefühlt Milliarden Videos auf YouTube zum Thema Ernährung. Allerdings keines, das Ernährung mal wirklich nur auf das herunterbricht, was man absolut wissen muss. Und das erledigen wir mit diesem Video hier heute. Anschließend gibt es dann noch ein paar Kanalempfehlungen, wo ihr vertrauenswürdige Informationen herbekommt, wenn ihr eben doch etwas mehr wissen wollt. Insofern, let's go! Egal, was euch so manche Magazine erzählen wollen, geht es um Abnehmen oder Zunehmen, ist die Kalorienbilanz entscheidend. Für beides solltet ihr euren Kalorienbedarf berechnen, beispielsweise auf mixbodysharp.de und dann anschließend je nach Zielsetzung bestimmen, wie groß euer sogenanntes Kaloriendefizit oder euer Kalorienüberschuss sein sollte. Calories matter. Wenn es einen Nährstoff gibt, der definitiv in keiner einzigen Diätform fehlen darf, dann sind es Proteine. Je nach körperlicher Belastung, Alter und Körperkomposition liegen die Empfehlungen zwischen 0,8 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Oberhalb von 1,6 Gramm sind keine großartigen Vorteile mehr in Sachen Muskelaufbau zu erwarten. Wer allerdings sicher gehen möchte, dass er definitiv seinen Bedarf abgedeckt hat, der kann bedenkenlos mehr zu sich nehmen. Protons matter. Es gibt keine guten oder schlechten Kohlenhydrate. Fertig. Carbs sind dein Freund. Es gibt auch keine guten oder schlechten Fette, wenn auch gleich Transfette höchstwahrscheinlich in Maßen und mehr ungesättigte als gesättigte Fette konsumiert werden sollten. Allerdings ist zu diesem Zeitpunkt zu den jeweiligen Verhältnissen keine wirkliche Empfehlung auch im Hinblick auf die Studienlage möglich. Vor nicht allzu langer Zeit hat sich die 800 Gramm Obst und Gemüse am Tag Empfehlung etabliert. Nun sind drastische Mangelerscheinungen in der Normalbevölkerung eher weniger anzutreffen und man kann irgendwo auch immer darüber diskutieren, ob Genetik nicht eventuell einen viel größeren Einfluss auf ein gesundes Leben hat, so wie viele von uns es sicherlich anstreben. Allerdings muss es an diesem Punkt reichen zu betonen, dass Mikronährstoffe wichtig sind. Punkt. Noch ein paar random Facts. Alle bekannten Diätformen funktionieren über das Herstellen eines Kaloriendefizits. Alle. Sprechen wir von Gesundheit, ist das Halten eines langfristig normalen Körperfettanteils der wahrscheinlich wichtigste Faktor. Calories still matter. Darüber hinaus, Kohlenhydrate nach 18 Uhr machen nicht dick. Insulin ist nicht böse, es sei denn, du spritzt es dir für anabole Zwecke. Wenn dein Säurebasenhaushalt durcheinander wäre, lägst du im Krankenhaus, aka eine Säurebasenernährung ist Schwachsinn. Eine vegane Ernährung ist ethisch vielleicht zu bevorzugen, aber nicht pauschal gesünder. Zucker macht nicht süchtig, siehe Carbs sind dein Freund. Und es gibt allgemein keine guten oder schlechten Nahrungsmittel. Zu letzterem schau dir gerne mein Cheat Day Video an. Ach ja, Cheat Days sind auch Blödsinn. Und die Anzahl und das Timing deiner Mahlzeiten unterliegt wiederum den Gesamtkalorien. Calories still matter. Oh, now you tripping, tripping. Falls ihr euch an dieser Stelle fragt, Ernährung kann doch unmöglich so einfach sein. Doch Ernährung ist einfach. Das Problem ist eher, dass sie für einige verhaltensbedingt nicht so einfach umzusetzen ist. Was aber mit eurem Körper passiert, ist letztendlich runterzubrechen auf simple Physik. Nämlich Energie rein versus Energie raus. Sowie das Abdecken eines gewissen Mindestbedarfs an Proteinen und Fetten. Und alles darüber hinaus sind einfach gesundheits- und leistungsbezogene Empfehlungen. Aber da gerade der Verhaltensaspekt in der Ernährung auf keinen Fall zu unterschätzen ist, gebe ich euch jetzt hiermit noch ein paar Anlaufstellen auf YouTube an die Hand, die ich euch persönlich sehr ans Herz lege. Lea Loves Lifting ist Sportwissenschaftsstudentin und zurzeit wahrscheinlich eine der Hauptanlaufstellen im deutschen Fitnessbereich in Sachen Ernährung, zumal auch sie beeindruckende Veränderungen in ihrer Körperkomposition durchlaufen hat. Wolf Performance Coaching, das Brain in der Runde, das Road to Glory eigenhändig durch die Kraft der Wissenschaft aus dem Leben gefickt hat, ist Ansprechpartner Nummer 1 für alles, was weiter ins Detail geht. Man munkelt, er sei unfickbar. Last but not least, Pascal Su, der deutsche Meister im Powerlifting, hat allein durch seine Vergangenheit als Bodybuilder immer wieder nützliche Ernährungstipps parat und sein Content steht den ganz Großen sowieso in nichts nach. Und falls euch das immer noch nicht reicht, dann empfehle ich euch wirklich wärmstens das Nutrition 101 E-Book, das auch noch jede allerletzte Frage, die nach diesem Video noch besteht oder die durch dieses Video vielleicht erst aufgekommen ist, beantworten wird und zwar auf Zero Bullshit Basis. Das war's von mir, hit that like button, share that shit, do whatever with it und nicht vergessen, abonnieren und mutieren. Peace!